Digga, ich hörst du Feueralarm? Ja, warte mal grad. Ich muss erstmal kurz suchen. Sag mal, hörst du den auch? Was laberst du? Ob du den auch hörst, sprach ich. Den Hirschkäfer an dein Ohrläppchen oder was? Ach was, hab ich da schon wieder einen? Weiche von mir, du Schakal! Du lauch doch nicht auf mich, Alaische! Pardon! Du, die Käfer, die kommen bei mir immer von in den Ohr drinne. Nee, ich meine, ob du dir auch hier den ADB hörst. Normal, Digga, ich höre, aber das, was ich höre, ne? Das ist nicht sein normales Album, Learn. Was? Das ist die Limited Gold Edition von seinem Album, Digga, ich höre. Die kriegen nur seine treuesten Fans, Digga. Ja, will ich auch. Auf der Limited Gold Edition, ne? Er rappt 2 Lieder auf Latein, Digga. Ach, was? Ja, und wie warst du da rangekommen gewesen? Also, ich hatte mein Album hier ganz normal in der Spielhalle in der Innenstadt gekauft gehabt. Ja, normal, Digga, ich doch auch, Learn. Und ganz hinten im Booklet, ne? Da steht so ganz klein gedruckt, ich schö, du musst so mit Dings, so mit Monokel lesen, so klein, ich schö. Da steht so auf Kölsch, ne? Man kann sich bewerben für die Limited Gold Edition, Digga, ich schö. Wie bewerben? Ja, Digga, ich schö, du musst mit irgendeiner Aktion beweisen, dass du sein treuester Fan bist, Digga. Die 10 treuesten, ne? Die kriegen das Album umsonst, Land. Ich schö, ich hab gleich miese Aktion gestartet und schon hatte ich das Album. Was los, Digga? Ja, und was hattest du gemacht gehabt? Digga, ich schö, ich hab ihn eingeladen auf eine Tretbootfahrt, Digga. Aber ich schö, kein normales Tretboot, ne? Sondern ein besonderes. Ich schö, ein Tretboot mit Form von so einer weißen Ente. So mit diesem langen Hals, Digga. Schwan! Ja, normal, Digga. Schwan-Tretboot, Digga. Normal. Ich schö, wir sind so rumgefahren, ne? So Alster, Elbe, Adria. Ich hab so die ganze Zeit getreten und ich hab ADB gleichzeitig seine Achillessehne und sein Ohrläppchen massiert, Digga. Ich schwör, während der Fahrt, ne, er hat so die ganze Zeit vor Freude so geschnurrt, mäßig so. Ich schwör, nach der Fahrt, ne, er meinte so, das gibt's nur eine Sache in seinem Leben, die so schön war wie diese Tretbootfahrt. Als sein Vater ihn als kleines Kind ein Glas mit Schnecken geschenkt hat. Ja, das klingt ja gut. Ich mache mir auch mal meine Gedanken. Ich könnte mich zum Beispiel als Gnu verkleiden und könnte ihn durch die Innenstadt auf meinen Schultern tragen. Ja, das wäre schon klasse, glaube ich. Solange wie er macht, natürlich, ne? Ah, Digga, das ist zu spät, Digga. Ich, genau das wollte der Kollege von mir doch auch machen, Digga. Ich, da kommt er. Hey, Hassan, nicht, Lan? Digga, ich, scheiße, Lan. Das Gnu-Kostüm da bei Footlocker, ne? Er ist ausverkauft, Digga. Ich, was los? Dann verkleide ich mich eben als Dromedar oder ich schenke ihm einfach ein paar von meinen ohreigenen Hirschkäfern.